Der Mensch hat die Lüfte erobert. Von der Karibik bis nach Alaska. Vom Himalaya bis zum Südpol. Viele Orte erreicht man einfach nur mit dem Flugzeug. Flughäfen verbinden Menschen und Kontinente. Einige von ihnen operieren unter extremen Bedingungen. Ein Eisflugplatz, der im Sommer schmilzt. Eine Einflugschneise zwischen Wolkenkratzern und eine Landebahn im Bergmassiv. Am gefährlichsten ist der Flughafen selbst. Meistens gab es einfach keine Alternative. Sie sind Startrampen für Flugzeugrennen, Touristenattraktionen und Tore zu atemberaubenden Orten. Ready for takeoff? Hier sind die Top 10 der spektakulärsten Flughäfen der Erde. Aber der Princess Juliana Airport setzt dem Wahnsinn die Krone auf. Ein internationaler Flughafen direkt am Strand. Wundervolles azurblaues Meer, eine üppig bewachsene Landschaft und dazwischen eine Landebahn so groß wie eine Briefmarke. So sieht es jedenfalls von oben aus. Kopf einziehen. Strand und Flugzeug trennen nur noch 12 Meter. Noch brenzliger sind die Starts. Dabei heizen die röhrenden Triebwerke den Strandgästen aus 60 Meter Entfernung richtig ein. Warme Luft und Abgase fegen mit 80 Kilometern pro Stunde über den Strand wie ein tropischer Wirbelsturm. Wer nicht rechtzeitig in Deckung geht, wird mitgerissen. Sieben-vier-sieben-Triebwerke erzeugen 220 Kilonewton Schub. Einige Urlauber fahren total darauf ab. Wir kriegen richtig einen mit. Mittlerweile hat sich ein richtiger Extremsport daraus entwickelt. Das Zaunsurfen. Wer loslässt, hat verloren. Egal ob im oder unter dem Flugzeug, eine Landung am Princess Juliana Airport vergisst so schnell niemand. Auf Platz 9 versteckt sich der abgelegenste Flughafen der Welt. Das ist die Eislandebahn der McMurdo-Station in der Antarktis. Es ist so kalt und abgeschieden wie auf einem anderen Planeten. Die Landebahn wird jedes Jahr neu angelegt. Das ist eine echt raue, fiese Gegend. Von der McMurdo-Station sind es nur noch 1300 Kilometer bis zum Südpol. Wer Urlaub im ewigen Eis machen will, ist hier richtig. Man macht die Tür auf und sieht sofort, das ist nicht New York oder Los Angeles, das ist die Antarktis. Überall Vulkane, Berge und Eis. Eine irre Erfahrung. Der Wissenschaftler John Cassano fliegt seit 20 Jahren regelmäßig in die Antarktis, um das Wetter und das Klima des Südpols zu erforschen. Wir brauchen die Landebahn. Bis zu 1200 Menschen leben und arbeiten auf der Forschungsstation. McMurdo ist die größte US-Basis in der Antarktis. Wir betreiben eine extrem wichtige Forschungsstation auf dem ungemütlichsten Kontinent der Welt. Während der Sommermonate wird die Station über den Seeweg mit Lebensmitteln und Ausrüstung versorgt. Doch im Winter ist das unmöglich.
Das Wasser rund um den Kontinent friert zu und schneidet den Schiffen den Weg ab. Zum Glück ist das Eis dick genug, dass Flugzeuge darauf landen können. Stationsveteran David Bresnahan sorgt dafür, dass hier alles glatt geht. Die Piste wird auf einer 2,5 Meter dicken natürlichen Eisschicht gebaut. Jedes Jahr aufs Neue präparieren Bresnahan und sein Team auf dem überfrorenen Ozean eine 3 Kilometer lange Start- und Landebahn. Sie muss absolut stabil sein. Die Flugzeuge sind randvoll beladen mit Gütern für die Station und wiegen bis zu 200 Tonnen. Ich denke immer, wer landet mit einem Flugzeug auf Meereis? Ist doch verrückt. Bricht eine Maschine hier ein, droht sie in den Tiefen des Südpolarmeeres zu versinken. Die größte Herausforderung ist allerdings, die Landebahn überhaupt zu finden. In der Antarktis kann das Wetter jeden Moment umschlagen. Wenn ein Blizzard heraufzieht, ein starker Schneesturm, sehen die Piloten nur noch weiß. Der Horizont verschwindet, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Man fühlt sich wie draußen im All. Eine Landung unter diesen Bedingungen ist viel zu gefährlich. Die Maschine muss umkehren und die kompletten 3000 Kilometer zurückfliegen. Wir nennen das den Bumerang. Die Flugzeuge fliegen nach Neuseeland zurück, wo sie gestartet sind. Bis er im Frühling schmilzt, ist McMurdo der abgeschiedenste Flughafen der Welt. Auf Platz 8 macht eine holprige Piste im Himalaya jede Landung zum Härtetest. Kaum zu glauben, aber diese Fläche im nepalesischen Distrikt Mugu ist ein echter Flughafen. Der Talcha Airport liegt an einem Berghang und besteht aus einer Schotterbahn und einem Kontrolltower aus Holz. Unter Piloten ist er gefürchtet. In der Wildnis zu landen, zwischen Bergen und Geröll, ist eine echte Herausforderung. Die hohe Lage und das schnell wechselnde Wetter erschweren das Manövrieren noch zusätzlich. Das kleine Dorf Talcha liegt 2700 Meter über dem Meeresspiegel im Nordwesten Nepals. 370 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kathmandu. Der Fußmarsch zum nächstgrößeren Ort dauert 5 Tage. Als 2003 der Flughafen eröffnet wurde, war das für die Bewohner ein Segen. Bei Pilot Negendra Batarai hielt sich die Begeisterung dagegen in Grenzen. Am Anfang hatte ich echt Angst. Unerfahrene Piloten dürfen hier nicht landen. Fluglotse Bim Dattapant tritt um 8 Uhr morgens die Arbeit an. Good morning, sir. Er hilft den Piloten, die schwierigen Bedingungen zu meistern. Heute ist ein besonders wichtiger Tag. Ein Dorfbewohner hat sich schwer verletzt und braucht dringend medizinische Hilfe. Es hat 2 Stunden gedauert, ihn auf einer Trage zum Flughafen zu bringen. Jetzt muss er so schnell wie möglich ins Krankenhaus.
Bim Datapant funkt die umliegenden Flughäfen an. Kilometer entfernt macht sich eine Maschine bereit. Die Familie in Talsha wartet nervös. Nach 2 Stunden taucht das Flugzeug über den Berggipfeln auf. Aus Sicht des Piloten ist die Landebahn nur ein winziger Strich zwischen steilen Felswänden. Nur 4 rote Fahnen und ein weißer Pfeil helfen ihm, sich zu orientieren. Das Flugzeug nähert sich der gefährlich kurzen Piste. Eine Landung auf Schotter ist extrem schwierig. Die Dorfstraße führt quer über die Landebahn. Dadurch gibt es viele Schlaglöcher. Die Landung ist wirklich sehr heikel. Die größte Gefahr ist der Flughafen selbst. Eine große Herausforderung. Dieses Video zeigt, was passieren kann. Die Maschine gerät ins Schlittern. Ihre Nase bohrt sich in den Schotter. Das Fahrwerk wird komplett zerstört. Überreste solcher Unfälle säumen die Landebahn. Heute muss die Landung klappen, sonst steht es schlecht um den verletzten Mann. Nach dem Aufsetzen kämpft der Pilot mit dem holprigen Untergrund. Die Maschine muss rechtzeitig zum Stehen kommen. Am Ende der Bahn geht es steil nach unten. Wenn das Flugzeug nicht rechtzeitig stoppt, fällt es die Klippe runter. Eine Katastrophe. Geschafft. Die Maschine landet unversehrt. Jetzt muss es schnell gehen. Die Männer hieven den verletzten Mann an Bord und schnallen ihn fest. Nur 20 Minuten später hebt der Flieger wieder ab. Jetzt geht es ins Krankenhaus. Die Rettungsaktion endet erfolgreich. Auch wenn der Weg dahin steinig war. Platz 7 liegt im hohen Norden, in Alaska. Hier verbindet ein Wasserflugplatz Stadt und Wildnis. Ohne die Luftfahrt gäbe es Alaska nicht. Hier regiert die Natur. Man kann die Oberflächenverhältnisse nie genau vorhersagen. Nur eines steht fest. Am Lake Hood Airport ist die Landung immer feucht. Lake Hood liegt gleich neben dem internationalen Flughafen von Anchorage, Alaskas größter Stadt. Rund 1000 Wasserflugzeuge sind hier stationiert. Mit 100 Starts und ebenso vielen Landungen pro Tag ist er der verkehrsreichste Wasserflughafen der Welt. Bei einer Wasserlandung lässt sich nicht alles kontrollieren. Man landet sozusagen in der Wildnis. Kein Wunder, dass viele Flugzeuge einen Bauchklatscher hinlegen. Schwer zu sagen, wie viele Unfälle es am Lake Hood über die Jahre schon gab. Das sind alles Buschflieger. Im Sommer 2009 versuchte eine 4-köpfige Familie in ihrer DHC-2 Beaver auf dem See zu starten. Das kam dabei heraus.
Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Untersuchung ergab einen Pilotenfehler. Trotz der Gefahr bleibt Lake Hood geöffnet. Für Familien, die besonders abgeschieden leben, ist der Wasserflughafen die einzige Verbindung zur Großstadt. Mangels befestigter Straßen und Flughäfen müssen sie auf dem Wasser starten und landen. 80% der Gemeinden Alaskas sind vom Verkehrsnetz abgeschnitten. Die Menschen sind aufs Fliegen angewiesen. Doch im Winter frieren Seen und Flüsse zu. Dann steht der Flugverkehr am Lake Hood still. Die Flugzeuge bleiben am Boden. Die Lebensader ist unterbrochen. Zumindest eine Zeit lang. Viele Menschen in Alaska leben abseits der Straßen. Der Lake Hood Airport ist unheimlich wichtig für sie. Friert der See zu, verwandeln sich die Flugzeuge. Jetzt müssen sie nicht mehr schwimmen, sondern gleiten. Sobald das Eis dick genug ist, öffnet der Flughafen wieder. Pilot Michael Loughlin macht die Probe. Der Besitzer einer örtlichen Fluggesellschaft will seine Flieger am Himmel sehen, aber nicht um jeden Preis. Manche probieren zu starten, wenn die Eisdecke noch viel zu dünn ist und brechen ein. Das ist eine ernste Sache. Er bohrt ein Loch ins Eis. Die Schicht erscheint dick und stabil. Aber hält sie auch das Gewicht eines Flugzeugs? Wenn nicht, wird es gefährlich für Mensch und Maschine. Auf Eis zu landen ist viel schwieriger als auf Wasser. Man weiß nie genau, wie die Oberfläche beschaffen ist. Man kann es nur ungefähr abschätzen. Ohne Landemarkierungen muss sich der Pilot auf seine Erfahrung und seinen Instinkt verlassen. Man muss wirklich genau hinschauen. Das Eis darf nicht dünn oder porös sein. So dick wie in der Antarktis wird die Eisschicht nie. Man kann durchaus einbrechen. Auch wenn der frostige Flugplatz seine Tücken hat, für die Bewohner des ländlichen Alaska ist er ein Segen. Ohne ihn wäre die Großstadt unerreichbar. Auf den sechsten Platz rast ein Flugplatz in Abu Dhabi. Normalerweise verkehren im Hafen Mina Zayed Frachtschiffe, keine Flugzeuge. Doch ein Wochenende im Jahr ist alles anders. Dann liefern sich nervenstarke Piloten verrückte Rennen. Ein toller Kick, ein unglaublicher Wettkampf. Air Racing ist der schnellste Motorsport der Welt. Mit bis zu 400 Kilometern pro Stunde rasen die Propellerflugzeuge durch einen Kurs aus aufblasbaren Toren. Der schnellste gewinnt. Wie eine getunte Achterbahn. In Abu Dhabi beginnt die Rennsaison des Red Bull Air Race. Der Handelshafen Mina Zayed, in dem pro Jahr 900.000 Tonnen Güter abgewickelt werden, verwandelt sich für zwei Tage in eine atemberaubende Rennstrecke. Dank vieler Menschen und harter Arbeit entsteht ein Rennflughafen wie aus dem Nichts. 12 Piloten aus 10 Ländern und 50 Techniker arbeiten in den Hightech-Boxengassen, stellen die 350 PS-Motoren ein
und bereiten sich mental auf das Rennen vor. Der Amerikaner Michael Goulian nimmt schon zum sechsten Mal teil. Dieser Flughafen ist einzigartig. Hier wird innerhalb von nur einer Woche eine richtige Wettkampfarena für Flugzeuge hochgezogen. Eine der größten Herausforderungen ist der Start. Die Bahn ist sehr kurz. An einem Ende ein Zaun, am anderen das Meer. Zum Glück brauchen die kleinen Kunstflieger nicht viel Anlauf. Wir wollen nur so schnell wie möglich in die Luft. Bühne frei. Die wendigen Kunstflugzeuge können sich bis zu 70 Mal pro Minute um die eigene Achse drehen. Das Ziel ist es, den 5 Kilometer langen Parcours in unter 100 Sekunden zu schaffen. Dabei sind die Piloten dem Zwölffachen der Erdanziehungskraft ausgesetzt. Eine enorme Belastung. In diesem Rennen gehen wir an die Grenze dessen, was ein Mensch aushalten kann. Wir holen alles aus uns und unseren Flugzeugen raus. Hier geht es nicht darum, von A nach B zu kommen, sondern den Zuschauern eine unvergessliche Show zu liefern. Auf dem kurzlebigsten Flughafen der Welt dreht sich alles um Geschwindigkeit. Auf Platz 5 stürmt der Flughafen der portugiesischen Insel Madeira. Auch hier geht es rasant zu. In diesem Fall liegt das allerdings am Wind. Eine Landung bei Seitenwind ist extrem schwierig. Starke Böen fegen die Maschinen buchstäblich von der Bahn. Da dreht sich einem der Magen um. Es ist ein Kampf gegen die Elemente. Ob eine Landung gelingt oder nicht, hängt oft vom Wind ab. Manchmal bläst er einfach zu stark. Nirgendwo spüren Fluggäste das so deutlich wie am Funchal Airport von Madeira. Am Rand der Insel, 560 Kilometer von der marokkanischen Küste entfernt, wurden schon Windgeschwindigkeiten von fast 65 Kilometern pro Stunde gemessen. Das reicht, um einen LKW ins Schwanken zu bringen. Manche Böen sind sogar noch heftiger. Die Windverhältnisse auf der Insel bringen Piloten und Bodenpersonal immer wieder an ihre Grenzen. Um Unfälle zu vermeiden, werden viele Starts und Landungen abgesagt oder verschoben. Oft passieren schwere Unglücke, weil Piloten unbedingt landen wollen, obwohl die Bedingungen es nicht erlauben. Viele Piloten entscheiden sich in letzter Sekunde um, ziehen den Flieger hoch und fliegen eine Schleife. Wenn die Geschwindigkeit stimmt, kann man auch kurz über dem Boden nochmal durchstarten. Für die Fluggäste ist das eine unangenehme Überraschung. Alles scheint normal und plötzlich geben die Triebwerke nochmal Schub und man wird in den Sitz gedrückt. Dann ist wohl was schiefgelaufen. Auf Madeira gehört das zum Alltag. Ein schreckliches Gefühl. Das Gute, nach dieser Schrecksekunde wird der Badeurlaub umso entspannter. Auf Platz 4 landen die verrückten Flughäfen von Hongkong. In der Metropole leben 7 Millionen Einwohner auf engstem Raum. In Hongkong, wo um jeden Zentimeter Wohnraum gekämpft wird, ist für großflächige Flughäfen kein Platz. Am beengtesten ging es auf dem mittlerweile geschlossenen Kai Tak Airport zu. Bei der Landung bekamen Passagiere regelmäßig Panikattacken.
Mitunter hatte man wirklich Todesangst. Das war der extremste Flughafen überhaupt. ...1996 verzeichnete Kai Tak das drittgrößte Passagieraufkommen weltweit. Täglich wurden 440 Flugzeuge abgefertigt. 30 Millionen Fluggäste strömten pro Jahr durch die Hallen. Für die einheimische Airline Cathay Airways flog Pilot Mike Lowes den Flughafen 15 Mal im Monat an. Die schwierigste Landung der Welt. Eine lange Bergkette zwang die Piloten, die Landebahn in einer 47-Grad-Kurve anzusteuern, haarscharf vorbei an riesigen Wolkenkratzern. Dieser Anflug war auf jeden Fall was Besonderes. Viele Passagiere nannten das Landemanöver scherzhaft Kai Tak Heart Attack, den Kai Tak Herzinfarkt. Beim Landen orientierten sich die Piloten an einem Schachbrettmuster auf der Flanke eines nahegelegenen Hügels. Wenn man das Schachbrett sah, war es Zeit, Richtung Landebahn zu drehen. Weil das Manöver so komplex war, mussten die Piloten die Maschine komplett selbst steuern, ohne Hilfe des Autopiloten. Dabei kam es aufs Können an. Die automatische Steuerung war ja aus. Man musste immer die Landebahn im Blick behalten. Das komplette Manöver durfte nur 20 Sekunden dauern. Nach der Kurve flog man genau zwischen den beiden Hochhäusern da drüben auf die Landebahn zu. Da war man vielleicht noch 60 Meter über dem Boden. Die Landung am Kai Tak war wirklich schwierig. Man musste alles geben. Kein Wunder, dass nur ausgewählte Piloten hier landen durften. Die ließen nicht einfach jeden reinfliegen. Man musste den Anflug vorher am Flugsimulator üben und eine Prüfung ablegen. Wenn man es zum allerersten Mal geschafft hatte, war man echt stolz. Als Hongkong Ende der 90er immer enger an den Kai Tak heranwuchs, musste ein neuer Flughafen her. Kai Tak hatte von Anfang an ein Verfallsdatum. Es gab einfach nicht genug Platz. Um das Problem zu lösen, griff Hongkongs Regierung zu einer extremen Maßnahme. Sie baute den neuen Flughafen kurzerhand ins Meer. Millionen Kubikmeter Erde wurden zu einer 13 Quadratkilometer großen künstlichen Insel aufgeschüttet. Auf dem neu gewonnenen Boden entstand der Flughafen Chek Lap Kok, einer der größten Flughäfen der Welt. Doch obwohl der Vorgänger Kai Tak seine Tücken hatte, erinnert sich Mike Lowes gerne an ihn. Ein toller Flughafen. Wundervoll. Da wurde man als Pilot noch richtig gefordert. Der Flughafen auf Platz 3 beugt sich ganz den Launen der Gezeiten. Er liegt auf der schottischen Insel Barra im Nordatlantik. Seine Landebahn steht bei jeder Flut vollkommen unter Wasser. Früher landete man halt überall, wo es eine ebene Fläche gab. Auch wenn diese Fläche zwischendurch verschwindet. Hier gibt Mutter Natur Landeerlaubnis. Zweimal am Tag ist Niedrigwasser. Dann ist Barra Airport für den Flugverkehr freigegeben. Hauptsache, keiner verletzt sich. 9 Uhr morgens.
Seit 24 Stunden herrscht schwerer Seegang vor der Insel. Der Fährbetrieb zum Festland wurde sicherheitshalber eingestellt. Barra Airport ist jetzt die einzige Verbindung zur Außenwelt. Joe Gillies hat sein ganzes Leben auf Barra verbracht. Er ist am Flughafen das Mädchen für alles. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört, die Start- und Landebahn in Schuss zu halten. Bevor ein Flugzeug kommt, müssen wir den Strand kontrollieren. Mit der Harke macht er sich an die Arbeit. Da liegt alles Mögliche rum. Müll, Holz, Seegras, Seile von Fischerbooten, tote Seehunde. Fremdkörper können die Flugzeugreifen beschädigen. Das kann schlimme Unfälle verursachen. 9.30 Uhr. Die Landebahn ist freigeräumt. Zum Glück wird Barra eher selten angeflogen. Oft kommt nur eine Maschine pro Tag. Als nächstes prüft Gillies die Windverhältnisse. Weht der Wind mit über 100 Kilometern pro Stunde, muss der Flughafen schließen. Noch liegen wir drunter, aber das Wetter wird immer schlechter. Barra Airport bleibt geöffnet, vorerst. Die Sicht ist sehr schlecht. Wenn es sich noch mehr zuzieht, haben wir ein Problem. Nur bestimmte Maschinen können im Sand landen und starten. Zum Beispiel die propellerbetriebene Twin Otter. Ihr feststehendes Fahrwerk eignet sich perfekt für eine Landung auf weichem Boden. Und sie ist verhältnismäßig leicht. Ein Jumbojet ist viel zu schwer. Er würde im Sand stecken bleiben. Heute erwartet das Team eine Maschine aus Glasgow. Sie muss landen, bevor sich das Wetter verschlechtert. Wenn Not am Mann ist, streift Gillies die Feuerwehruniform über. Sein Team ist immer in Alarmbereitschaft und im Ernstfall sofort zur Stelle. Wir haben zwei einsatzbereite Löschfahrzeuge. Es kommt auf Sekunden an. Der Treibstoff brennt schnell. Das Wetter bleibt stabil. Die Crew aus Glasgow bekommt Landeerlaubnis. Besser kann man auf diesem Untergrund nicht aufsetzen. Aber noch ist keine Zeit zum Ausruhen. Der Flieger muss die Insel verlassen, bevor die Flut hereinbricht. Joe Gillies packt mit an. Die Flut macht, was sie will. An manchen Tagen kommt sie schneller als an anderen. Er übernimmt sogar den Gepäckdienst. Wir haben nur 20 Minuten, bevor das Wasser kommt. Mit vereinten Kräften bringen Crew und Bodenpersonal den Flieger rechtzeitig in die Luft. Joe Gillies kann durchatmen. Er hat seinen Job gut gemacht. Dank ihm und seinem Team bleibt der nasseste Flughafen der Welt in Betrieb. Ich liebe den Job. Er hält uns auf Trab. Platz 2 führt ins Kriegsgebiet nach Afghanistan. Die Bagram Air Base ist das Hauptquartier der US-amerikanischen Streitkräfte. An jedem anderen Flughafen bekommt man als Pilot Hilfe. Hier wird man womöglich abgeschossen.
Bis die Taliban Ende der 90er einen Großteil des Landes eroberten, nutzte die Sowjetarmee den Stützpunkt. 2001 übernahmen die USA das Kommando. Seitdem wird die Basis permanent belagert. Bagram ist der größte Militärflugplatz der Vereinigten Staaten in Afghanistan. Lieutenant Colonel Scott Hoffman sorgt dafür, dass die Missionen so reibungslos wie möglich ablaufen. Die Lage ist gespannt. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz. Seit die Amerikaner den Stützpunkt übernommen haben, wurde er hunderte Male angegriffen. Im Mai 2010 zeichneten Infrarotkameras auf, wie ein Mitglied afghanischer Rebellen eine Handgranate auf US-Soldaten warf. Die Soldaten eröffneten das Feuer und schlugen die Rebellen in die Flucht. Das hier ist Kriegsgebiet. Wir können jederzeit angegriffen werden. Bagram ist einer der extremsten Flugplätze der Welt. Die Rollfelder sind komplett ausgelastet. Sie dienen militärischen und zivilen Flugzeugen. Um das Verkehrsaufkommen zu bewältigen, ist der Luftstützpunkt Tag und Nacht in Betrieb. Obwohl wir mitten in der Gefahrenzone sind, starten und landen hier täglich fast 1000 Flugzeuge. Es ist eine Herausforderung, aber dafür leben wir. Das treibt uns an. Wenn so etwas wie Frieden herrscht in Afghanistan, werden die Soldaten von hier aus die Heimreise antreten. Bis dahin steht der Verkehr an der Bagram Airbase niemals still. Für die Nummer 1 geht es zurück in die Berge Nepals. Hier gibt es noch mehr extreme Flughäfen. Der Tenzing Hillary Airport in Lukla ist das Tor zum Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Die Start- und Landebahn liegt in knapp 3000 Metern Höhe und zählt zu den gefährlichsten der Welt. Wie in der Achterbahn. Hier bekommen es sogar erfahrene Piloten mit der Angst zu tun. Ein Fehler und es kracht. Diese Piste scheint wie gemacht für eine Bruchlandung. Auf der anderen Seite ist eine Bergwand. Der Tenzing Hillary Airport ist für Touristen der schnellste Weg in die Everest-Region. Aber genau wie der Berg birgt auch der Flughafen viele Gefahren. Auf einmal ist da die Landebahn. Oh Gott, da landen wir? Ich habe weggeschaut. Es geht steil runter. Man hält den Atem an und dann ist man da. Gott sei Dank, ich lebe noch. 10 Uhr. Kapitän Rajesh Shrestha nimmt Kurs auf Tenzing Hillary Airport. An Bord hat er eine Gruppe Bergsteiger. Ich fliege seit 40 Jahren und bin Chefpilot bei Tara Air. Zwischen den Touristen sitzt der einheimische Vijay Lama. Er war früher selbst Pilot und kennt den berüchtigten Flughafen in- und auswendig. Das ist einer der aufregendsten und exotischsten Flugplätze, die man anfliegen kann. Die erste Herausforderung ist die enorme Höhe. In der dünnen Luft erzeugen die Tragflächen weniger Auftrieb. Zum Ausgleich muss das Flugzeug schneller fliegen. Man gibt bis kurz vor der Landung Schub. Lukla liegt auf 2850 Metern zwischen den steilen Felswänden des Himalaya-Gebirges. Um ihre Höhe zu halten, müssen Flugzeuge die Landebahn mit 140 km pro Stunde anfliegen.
schneller, als es den meisten Piloten lieb ist. Zu allem Überfluss herrscht extrem viel Betrieb. Täglich nutzen rund 50 Flugzeuge und Hubschrauber den Flughafen. Und es gibt nur eine einzige Start- und Landebahn. Die Sicherheit der Insassen liegt in den Händen von Fluglotse Kiran Kaflai. Er darf sich keinen Fehler leisten. Kapitän Schwester erhält Landeerlaubnis. Nach dem Aufsetzen muss er hart in die Eisen gehen, denn die Landebahn ist gerade mal 460 Meter lang. Kommt die Maschine nicht rechtzeitig zum Stehen, prallt sie gegen eine Steinmauer. So wie dieser Flieger im Jahr 2010. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Kapitän Rajesh Shrestha bereitet die Landung vor. Der Landeanflug ist sehr kritisch. Sobald wir den Bergrücken da überquert haben, fährt das Fahrwerk aus. Hören Sie? Die Piloten halten Funkkontakt mit der Flugsicherung. Die Maschine hat noch immer jede Menge Tempo drauf. Im Innern herrscht angespannte Stimmung. Es geht kopfüber nach unten. Wie in der Achterbahn. Die Landung ist geglückt. Aber noch steht die Maschine nicht. Und nur wenige hundert Meter entfernt ragt die Mauer bedrohlich auf. Gut gemacht. Jetzt brauchen wir volle Schubumkehr, um rechtzeitig zu stoppen. Geschafft. Kapitän Shrestha hat mal wieder sein Können und seine Erfahrung bewiesen. Auf dem extremsten Flughafen der Welt.